Willkommen, Genossen der Macht, zur Erstfolge von Skylanders Trap Team. Ein Let's Play, was für mich sehr nostalgisch sein wird. Das war mein allererstes Skylanders. Und ich liebe Skylanders einfach sehr. Ich habe noch die anderen Teile nachgeholt. Und ich werde jetzt erstmal die Skylanders spielen, die ich am meisten mag. Also nicht alle. Erstmal zwei Stück habe ich mal rausgesucht. Und falls ihr noch Wünsche habt, welche Skylanders ich spielen soll, schreibt es gerne rein. Und ich schaue noch, welche ich davon habe. Und dann kann ich die spielen. Sei gegrüßt, Portalmeister. Ich bin Ion und ich geleite dich auf eine große Reise. Willkommen in den Skylands, eine magische Welt der Wunder und Abenteuer. Beschützt vor den großartigsten Helden aller Zeiten, den Skylandern. Aber die Skylands waren nicht. Ich habe einfach jeden, der da angezeigt wurde. Einst wurden sie von den berüchtigsten Übeltätern unterdrückt, die die Skylands je gekannt haben. Gone Queen habe ich auch so gesehen und Wolfgang auch, aber halt die Imaginators-Variante. Die kann man hier leider nicht spielen. Plünderten die Schicksalsräuber ohne Gnade, bis kein Ort mehr sicher war. Ich muss sagen, ich habe alle Teile gespielt, außer den ersten Teil und Super Chargers. Super Chargers mochte ich nie. Den ersten Teil habe ich allein nie bekommen. Diese Schurken ihrer gerechten Strafe zuzuführen. Das war das Trap Team. Aktuell besitze ich nur Swap Force Trap Team und Imaginators. Deswegen werde ich auch nur zu Trap Team und Imaginators ein Let's Play machen. Swap Force kann ich leider nicht aufnehmen, weil es auf PS3 ist. Vielleicht eines Tages, aber jetzt aktuell leider nicht. Boah, ich wollte diesen Löwen immer so gerne haben. Leider habe ich ihn nicht. Ich habe nur zwei Trapmaster. Einmal Snapshot, da war Starter Pack dabei. Und so ein Typ mit einer Schere. Ich habe gerade seinen Namen nicht im Kopf. Den Wolkenknacker-Knast. Weggesperrt hinter Mauern aus reinem Traptanium würden die Schicksalsräuber nie wieder die Skylands bedrohen können. Jedenfalls dachte man, dass viele Jahre, bis ein vertrautes Unheil zurückkehrte. Das Trap Team wurde fortgeschleudert aus den Skylands und entfernt von ihrer Magie begannen sie zu schrumpfen. Inzwischen wurden die zerstreuten Fragmente des Wolkenknacker-Knasts in mächtige Fallen verwandelt. Aber du hast sie gefunden und gerade rechtzeitig. Die schlimmsten Schurken der Skylands sind wieder auf freiem Fuß. Es liegt an dir und deinen Skylandern, sie aufzuspüren, bevor es zu spät ist. Ein großes Abenteuer erwartet dich. Sieh nur! Als Chef der Sicherheit und geheimen Ninja-Kommando-Operationen heiße ich euch willkommen zur großen Eröffnung der Skylander-Akademie. Oh Mann, das ist klasse, Kaylee. Ich meine, ein neues Skylander Hauptquartier. So etwas hat es ewig nicht mehr gegeben. Ich weiß, Hugo. Und Buzz ist der legendärste Skylander-Trainer aller Zeiten. Aber er hat auch irgendwas Vertrautes. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich kenne Typen wie ihn. Ein echter Anker. Sag mal, redet er immer noch? Mit der Eröffnung der neuen Skylander Akademie hoffen wir endlich wieder Sicherheit, Vertrauen und... Odi! Ach du grüne Guacamole! Das Ding ist mitten in unserem jährlichen Sprudelfest gelandet. Nicht bewegen, Leute. Die Skylander und ich sehen uns die Sache mal an. Snapshot ausgewählt. Der war ja auch im Starterpack dabei. Das passt ja dann ganz gut. Und dann habe ich noch einen Ersatzskylander so gesehen. Ich weiß noch nicht, ob ich ihn einsetzen werde, aber ich verrate noch nicht, wer es ist. Hauptsächlich die normale Version, sondern so eine Special-Variante. Wo steckt bloß mein Skylander-Agent? Thank you.
and roll! Na gut, aber ich hab. Das zeigt das Geld daran, die Skyliner werden immer gespeichert. Deswegen sind gefühlt alle meine Skyliner schon ein maximales Level. Nicht alle. Aber viele von denen. Das ist ein Skylander. Mein Name ist Buzz, Chef der Sicherheit und geheime Ninja-Kommando-Operationen. Wie wär's, wenn wir uns hier mal etwas umsehen? Räum hier mit deinen Angriffen ein bisschen auf. Ich werde auch erstmal nicht auf die 100% gehen, vielleicht im Nachhinein. Beispiel möchte ich schon noch irgendwann auf Platin haben. Aber es ist nicht die Hauptsache, warum ich das jetzt erstmal spiele. Ich möchte erstmal die Story wieder genießen. Auf die 100% Sachen gehe ich erst später ein, wenn überhaupt. So viel Strudel verschwendet. Ja. Vor einer geschlossenen Tür ist nur eine Kiste, weil ich die offensichtlich hier sehe, nehme ich natürlich auch mit. Feuer frei! Zahltag. Folge mir, Kumpel. Ich führe dich gleich mitten rein in die Action. Humblitz. Ein Skylander. Schieb die Dinger einfach aus dem Weg. Niemand schiebt Schild. Das ist doch ein Schildbildradio, oder nicht? Oh, ich wusste mal schon, was Ultra überhaupt für Fähigkeiten hat. Das glaube ich auch gedrückt halten. Ja, dann wird es stärker. Vorsicht, Skylander. Er mag wie ein normales, harmloses Schaf aussehen, aber ich kann dir versichern, dass Sheep Creep hier nichts Gutes verheißt. Er sollte im Wolkenknacker-Knast sein und eine zum Scheitern verurteilte Schafsrebellion anführen. Aber so können wir doch perfekt deine Fallenfähigkeiten trainieren. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt nicht vor, jeden Skylander jetzt hier krank zu nehmen, ich aber auch nicht. Von jedem Element eine Falle. Deswegen werde ich das wahrscheinlich immer skippen. Höchstens weil ich noch den einen oder anderen Boss mitnehmen, aber. Sheep Creep. Lebensfalle habe ich gerade nicht parat. Ich war nur eine Wasserfalle hier. Deren habe ich im Regal. Sheep Creep besiegt. Und Himmelsscheine sind so geil. Ich wünschte, wir würden daraus so ein eigenes Spiel machen, so am Handy oder so. Ach, du grüne ich würde das so gerne spielen. Der alte Sheep Creep hat bekommen, was er verdiente. Jetzt lass uns verduften. Ja. Mit diesen Sprungkissen kommst du in höhere Bereiche. Ja, und Geld bringen, weil Snapchat jetzt auch nichts. Warte mal eine Sekunde. Das sieht aus wie Traptanium. Das magische Zeug habe ich lange nicht gesehen. Die Ankunft des Traptaniums könnte auch was mit deiner Anwesenheit zu tun haben, was, Compadre? Worauf wartest du noch? Brich es mit einer wahrhaft wundersamen Kristallwaffe auf. Panzerechse bereit! Das war knapp, der Jump hätte mich fast noch gehittet. Eine Beute. Ja. Rauf geht's. Das sieht vielversprechend aus. Gefällt mir. Aber ich kann auch nur Wasserportal nehmen oder musst du dir die Elementatore ansehen. Ja, Schädel. Man kann sie nur Portale. Mit einem Trapmaster des passenden Elements öffnen. Ich weiß gar nicht, wie man das Element. Du hast jetzt aber Zugang das, halt zu einem das mit neuen Bereich, Kopf. Der einen magischen Geist oder so. Was du mit einem magischen Hut sollst, die aber sind der Wahnsinn. Das nehme ich einfach mal mit. Und sie machen dich stärker. Darum heißen sie magisch. Du benötigst einen Trapmaster vom Wasserelement, um dieses Tor zu öffnen. In dieser Zone sind Skylander des Wasserelements stärker. Hoch hinaus!
Oh, der hat sogar so Sprungfähigkeiten. Oh, ich dachte, ich wäre drauf gewesen. Hey, das ist sogar dieser Hut, den ich gerade anhabe. Erinnerst du dich noch an die Sprungkissen vorhin? Also das hier ist ein super Sprungkissen. Probier es aus und finde heraus, warum. Hoch hinaus! Und Seelenstern. Und Naturelement, aber habe ich leider nicht. Wie bin ich an dir vorbeigekommen, ohne dass du mich gesehen hast? Hm? Genau, geheime Ninja-Kommando-Fähigkeiten. Hier ist noch ein Dies ist ein Rätseltor, Portalmeister. Es erfordert ein unbekanntes Element. Stimmt, da wurden ja zwei neue Elemente eingeführt damals. Licht und Dunkelheit. War das, glaube ich. Der Name Flynn stammt von dem alten arkeianischen Wort für großartig. Die Arkeianer haben mehr als 100 Worte für großartig und sie lauten heute alle Flynn. Deswegen wollte Walter Jr. Flynn heißen. Hey, ja! Ah, den hab ich leider nicht. Blades. Das sieht vielversprechend aus. Gefällt mir. Jagdzeit! Wenn du durch dieses Tor möchtest, musst du dich mit einem Webmaster des Technologieelements zusammentun. Das war vielleicht auch kein. Reingewaschen! Das könnte man falsch verstehen. Und das Komische an der Sache ist, dass er auch im Wolkenknacker-Knast sitzen sollte. Hier geht etwas ganz Sonderbares vor und wir müssen das ergründen. Und zwar pronto! Sprudel! Ich brauche Sprudel! Deshalb brauche ich Sprudel! Der Gulper. Den kann ich nicht sogar gefunden nehmen. Weil ich will mal was ausspielen, vielleicht habe ich das aber schon. Brawl and Chain. Ah ne, Brawl and Chain ist da drin. Der kommt eigentlich erst später vor. Nur eine Idee. Wenn der Gulper Sprudel will, dann sollte er keinen Sprudel kriegen. Du musst also nur rüber zum nächsten Gebäude springen und den Sprudelbottich zerstören, bevor er ihn austrinken kann. Das sollte ihn aufhalten. Oh, hier braucht man Schurkenkiste. Schurke. Wenn ein Schurke hier wäre, könnte er das Ding einfach aufbrechen. Komm, mach ich das einfach mal. Brawl and Chain. Du
Oh, ich habe sogar alle Schatzkisten gefunden. Nice. Unser Dorf ist am Ende! Am Ende! Ja! Gulpa muss schlucken! Oh, ich dachte, hier wäre irgendwie was versteckt ist. Ja, genau das dachte ich auch. Jetzt schnell rüber da und den Ort zerstören. Ja. Aber hier gibt es etwas. Ein Seelenstein. Dem setze ich leider auch nicht. Ich hatte gerade die allerbeste Wahnsinnsidee. Selbst für mich. Siehst du die beiden Bottiche? Der orange Ambrosia-Kühler ist der Sprudel des Jahres. Das andere grüne Zeug ist Bodensatzplörre mit Aalgeschmack und schmeckt noch scheußlicher, als es klingt. Aber wenn wir die vertauschen und den Gulper die Aalplörre trinken lassen, holt ihn das vielleicht wieder runter. So ist's richtig. Vertausche die Bottiche. Gut gemacht. Den Gulper besiegt. Steck eine. Bleib weg, du Wirbelding! Hey, mein Dreizack! Ich wollte doch nur sprudeln! Ich weiß nicht, ob man das hört, aber... Den Gulper gefangen. Der hat gerade durch mein Portal gesprochen. Das war das erste Level. Nice. Boomblitz! Noch eine erfolgreiche Mission. Komisch, der Gulper sollte eigentlich eingesperrt sein im... Wolkenknackerknast, richtig? Ich weiß! Und noch schlimmer, der Knast ist weg! Als hätte ihn jemand geknackt wie eine Nuss! Ich bin übrigens Max, Erfinderin aller coolen Sachen in der Skylander Akademie. Sowie um die 87 Millionen anderer Dinge. Du hast richtig gehört. 87 Millionen! Schön, dich kennenzulernen, Skylander! Einen Moment, Max. Wenn der Wolkenknackerknast zerstört wurde, könnten alle möglichen üblen Bösewichte auf freiem Fuß sein. Wir müssen das so schnell wie möglich herausfinden. Wir könnten die Steinköpfe auf der Besserwisserinsel fragen. Sie wissen alles. Das Problem ist nur, dass die Insel von Trollen erobert wurde. Trolle? Kein Problem. Falsch, Kompadre. Großes Problem. Gut, dass ihr mich habt. Brechen wir auf, Skylander! Immer langsam, Buzz. Der Skylander ist gerade erst angekommen. Sieh dir in Ruhe die neue Akademie an. Natürlich habe ich immer noch jede Menge daran zu tun. Aber bitte, sieh dich um. Und wenn du bereit bist, zur Besserwisserinsel aufzubrechen, sagst du einfach Captain Flynn Bescheid. Dann würde ich sagen, was mit der ersten Folge von Skylanders Trap Team? Drücke Teamwechsel, um als der eingefangene Gegner zu spielen.
Generell möchte ich gerne ihr gerne sehen. Erneut, um wieder als Skylander zu spielen. Schreibt gerne rein, welches Skylander ihr sonst noch sehen wollt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.